Hallo YouTube, hier ist wieder Sven, euer Küchenmagier. Ich befinde mich bei mir zu Hause in einem Park. Der Vollmond, der strahlt im Hintergrund. Ich hatte eine wahnsinnig extrem stressige Woche hinter mir. Mir ist gestern auch noch was passiert auf der Arbeit. Da haben sie mir vom Auto die Scheibe eingeschlagen. Das war mega ätzend gewesen. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, alles geklaut. Aber jetzt bin ich zum Relaxen einfach mal in den Park gegangen, zum Entenfüttern. Es wird kein Halloween-Braten, davon also abgeraten. Ich zeige euch einmal die Raubtierfütterung. So ein kleines, wie gesagt, Update-Video von mir, aber vorerst erstmal den herrlichen Vollmond oder fast Vollmond. Da ist er. Der strahlt eine wahnsinnige Energie und Power aus. Wunderschön. Ich weiß, wunderschön sollte ich nicht mehr allzu oft sagen, aber wenn ich sowas sehe, dann bin ich berührt. Ja, so, und jetzt ab zur Raubtierfütterung. Wie ihr im Hintergrund sicherlich schon hören könnt. So. Mal hoffe ich, kann man sie noch etwas erkennen. Da sind sie. Ach so, die hat Weite geschrieben. Es Seite 2, Absatz 4. Oh, es ist leider zu dunkel. Unorientiert. Man kann sie leider nicht sehen, aber garantiert hören. So, jetzt machen wir nochmal richtig, Palaver. Um psychologische Ziele geht es oder darüber. Ja, jetzt gibt es richtig was zu futtern. Zack. Kann ich mir nicht so sagen, was ich wahrscheinlich. Sie hat mich ja korrigiert. Wie ist ja meine Lehrerin? Ja, es ist leider viel zu dunkel dafür, aber ihr hört sich schnattern. Jo, hier bin ich nochmal. So, Moment, mal kurz nochmal ein bisschen ins Licht gehen. So, da komme ich wieder ins Licht. Ups, zieh nochmal ein bisschen kurz ran. Da bin ich wieder, wie gesagt, es wird kein Entenbraten. Ich versuche sie immer mal ganz kurz für euch einzufangen. Mal gucken, ob es mir noch gelingt. Ja, diese kleinen schwarzen Punkte, die ihr auf dem Wasser seht, das sind die Enten. Alle am Schnattern wie verrückt. Donald und Daisies in Überzahl. So, das wird wie gesagt kein Halloween-Braten. Das wird wie Raubtierfütterung, wie jedes Jahr. Die sind total am Verhungern hier, die armen kleinen Donuts. Okay. Dann so als kurzer Zwischenstand von mir. Bis bald, euer Küchenmagier. Ciao, ciao.